Herzlich willkommen zu diesem kleinen Gottesdienst an Palmsonntag in der Marienkirche in Nehrmemmingen. Heute würde ich eigentlich Konfirmation in Baldingen feiern. So gehen wir mit dem Palmsonntag in die Karwoche. Hören wir den Predigttext aus dem Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Liebe Gemeinde, sie betritt das Haus des Simon, weil sie weiß, dass sich Jesus dort aufhält. Ihren Namen kennen wir nicht. Sie war keine Angehörige der Oberschicht, nicht vermögend und angesehen. Was Jesus ihr wohl Gutes getan hatte, dass sie ihn mit teuerstem Öl im Wert von umgerechnet etwa 30.000 Euro salbte, hatte er ihr Gottes Gnade zugesprochen und dadurch ihr Leben grundlegend verändert? Sie geht auf Jesus zu. Ein teures Gefäß aus Alabaster hält sie in Händen. Sie zerbricht diesen wertvollen Tiegel und gießt den Inhalt Jesus über den Kopf. Es ist Nardenöl. Nardenöl ist eines der seltensten und kostbarsten Öle, die wir kennen. Sein Duft ist holzig, aromatisch und erinnert an Kräuter. Der Raum ist erfüllt von seinem Wohlgeruch. Und Jesus ist kein bisschen erstaunt über ihr Tun. Er sagt: Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Kann es ein größeres Lob geben? Die Frau hat das Richtige getan. Das Richtige tun, das ist doch auch unser Thema, gerade jetzt in der Corona-Krise. Jeden Tag müssen wir unzählige Male entscheiden, was wir tun und lassen. Wir wollen alles richtig machen. Für uns selbst, für unsere Kinder und Eltern, für unsere Freunde und Nachbarn, für die Welt. Was ist das Richtige? Da gehen die Meinungen durchaus auseinander, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung. Die einen wollen alle Ämter für die Bürger schließen. Keiner kommt mehr rein. Es gibt keine dringenden Angelegenheiten mehr, denn alles an persönlichem und öffentlichem Leben muss heruntergefahren werden. Die anderen sehen die Grundrechte in Gefahr. Auch in Krisenzeiten muss es möglich sein, sich ein gültiges Ausweisdokument zu beschaffen oder zu heiraten, wenn auch nur im kleinsten Kreis. Welche Meinung ist richtig? Für jede Ansicht gibt es triftige Gründe. Nur durch absolute Kontaktvermeidung kann die Krise bewältigt, können die Kranken versorgt werden.
Doch steigt die Verunsicherung der Menschen nicht zu sehr, wenn sie das Gefühl haben, dass nicht einmal die öffentliche Verwaltung noch funktioniert? Es ist schwierig für mich zu entscheiden, welches Verhalten richtig ist. Wenn mir jemand vor 5 Wochen gesagt hätte, welche Probleme wir jetzt in Deutschland Ende März, Anfang April haben, hätte ich nur ungläubig den Kopf geschüttelt. Was muss man wann tun? Liebe Mitchristen, es nützt oft gar nicht viel, das Richtige zu tun, wenn der Zeitpunkt nicht passt. Zum rechten Zeitpunkt richtig zu handeln ist wichtig. Das ist die Kunst. Die alten Griechen hatten sogar ein eigenes Wort für den richtigen Augenblick, den Kairos. Die Frau in unserer Geschichte hat es geschafft, das Rechte zum richtigen Zeitpunkt zu tun, den Kairos zu nutzen. Doch die Umstehenden sehen es anders. Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Haben die Kritiker nicht recht? Das Nardenöl hätte heutzutage einen Wert von ca. 30.000 Euro. So viel Geld jemanden über den Kopf gießen? So eine Verschwendung. Mit 30.000 Euro könnte man doch ein größeres Hilfsprojekt auf die Füße stellen. Rotes Kreuz, Diakonie, Palliativstation. Auf Anhieb fallen mir etliche Organisationen ein, die das Geld gut brauchen können. Auch die Anwesenden im Haus des Simon sahen das so. Ihnen, den Anhängern Jesu, erschien es als Verschwendung, mit dem kostbaren Öl Jesus als den Christus zu salben. Sie sahen nicht, was Jesus sah. Sie spürten nicht, was in der Frau vorging. Jesus muss sie darauf hinweisen. Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Jesus stellt für seine Jünger und für die Nachwelt klar: Ich weiß, dass ich bald sterben muss. Und deshalb ist es richtig, dass ich jetzt angemessen auf diesen Tod vorbereitet werde. Sie hat getan, was sie konnte. Die Frau kann in diesem Moment richtig handeln, weil sie liebt. Sie gibt die Liebe zurück, die sie vorher durch Jesus Christus erfahren hat. Gottes große Liebe. Alle Evangelien sind voll der Liebe Gottes zu unserer Welt. Liebevoll wendet sich Jesus den Kranken und Verzweifelten zu. Diese Liebe zu uns findet seinen Höhepunkt im Leiden und Sterben am Kreuz. Selbstlos gibt sich Jesus hin. Um seine Hingabe an Gott zu vollenden und um seine Liebe zu den Menschen auszudrücken, wie es Anselm Grün schreibt. Mit dieser Liebestat überwindet er alles Trennende zwischen Gott und uns. Damit tut auch er das Rechte zur rechten Zeit. Denn Gott lässt Christus an Ostern auferstehen. Dadurch bestätigt Gott, dass Jesus richtig gehandelt hat. Alle Zweifler, alle Besserwisser sind widerlegt. Ich höre Gott über Jesus sagen, er hat getan, was er konnte. Ich wünsche uns, dass man das auch über uns sagen kann. Sie haben getan, was sie konnten. Einfach ist das nicht. Jesus hat es sein Leben gekostet,
der Frau ein Vermögen. Und uns? In dieser Zeit der Corona-Krise kostet es uns ein großes Stück persönlicher Freiheit. Wir werden in unseren Möglichkeiten beschränkt und unser Tun besteht vielfach aus Verzicht. Wir können keine Konfirmation feiern, keinen Geburtstag oder Ostern mit Freunden und Verwandten. So mancher ist sich nicht ganz sicher, ob es richtig ist, dass wir unsere Familienangehörigen so lange Zeit nicht mehr sehen. Ob es richtig ist, die Wirtschaft so sehr einzuschränken und Geschäfte zu schließen. Das Predigtwort gibt uns eine Richtschnur an die Hand, um zu beurteilen, ob wir uns richtig verhalten. Wir sind gefragt, nützt unser Handeln nur uns selbst oder auch anderen? Nehmen wir uns auch mal zurück? Bestehen wir also ganz konkret an der Supermarktkasse darauf, dass wir 3 Packungen Toilettenpapier kaufen wollen? Oder ermöglichen wir auch 2 anderen Kunden, ihren Bedarf zu decken? Zum anderen handeln wir aus Liebe oder zumindest aus tiefer, ehrlicher Zuneigung. Versuchen wir, unsere kranken und alten Angehörigen zu schützen, indem wir sie eben jetzt nicht besuchen, sondern für sie einkaufen und für sie sorgen? Telefonieren wir mit der Freundin, von der wir wissen, dass sie mit dem Alleinsein nicht gut zurechtkommt. Selbstlos und liebevoll das Richtige zu tun, ist schwierig. Bitten wir Gott, dass er uns dabei hilft. Wir dürfen uns auch an diese namenlose Frau erinnern, der es gelungen ist. Ja, liebe Mitchristen, irgendwann wird diese Pandemie vergangen sein und die Menschen werden auf sie zurückblicken. Erst dann, erst im Nachhinein wird sich herausstellen, ob unsere Politiker, ob unsere Ärzte und ob auch wir richtig gehandelt haben und auch zur richtigen Zeit. An unsere Namen wird sich dann ganz sicher niemand mehr erinnern. Aber ich wünsche mir, dass man sagen wird, alle haben getan, was sie konnten, selbstlos und liebevoll. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, gerade in dieser Zeit, in Christo Jesu. Amen. So gehen Sie in die kommenden Tage, in die Karwoche, unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.